mein kleiner Liebling, dann wollen wir mal gucken, dass wir ein schönes Versteck für dich finden. Hier eine Scheune, weißt du, da findet dich bestimmt niemand, mein kleiner Schatz. Jawohl, sie ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Gartenfelde. Guck mal, was ich mir mitgebracht habe. Einen guten Doppelkornhorn. Den muss ich erst mal sehen, dass ich ein gutes Versteck dafür finde, für die Flasche. Nicht? Wo meine Frau die mich noch findet. Nicht? Weil meine Frau, die Erna, unter uns müssen Sie wissen, die macht das nicht so gerne sehen, wenn ich mir abends einen zwitsche. Nicht? Deswegen, da muss ich immer sehen, wenn ich so ein Fläschchen nach Hause geschmuggelt habe, dass ich das irgendwo, wo das garantiert nicht findet, meine Frau. Und ich denke mal, hier in der Scheune, da habe ich ganz gute Karten. Wobei, also, ist ja nicht das erste Mal, dass ich so was mache, hier Flasche mit nach Hause bringen, so von der Tankstelle, ne, und die haben es mir doch auf die Tankrechnung draufgesetzt. Ne. Hier, ist jetzt halbes Jahr her, da hatte ich auch schöne Flasche mit nach Hause gebracht, ne. Die habe ich dann auch zur Vorsicht schon mal versteckt in der Scheune, ganz hinten da hinten, wo... Hinter den Rad von den Güllefass. Da habe ich gedacht, ist momentan nicht Güllesaison. Habe ich gedacht, da findet die nie einer die Flasche. Nicht? Jeden Abend bin ich hingezogen. Nicht? Danach meine Flasche, habe ich so ein kleines Tröpfchen gegönnt, wenn Sie verstehen. Nicht? So eben aus dem Stammend. Nicht? Ist ja schon Glas drum um die Flasche. Nicht? Jeden Abend so ein kleines bisschen. Ja, und dann dieses grausame Verbrechen, was sich ereignet hat. Da will ich doch einen Abend nach meine Flasche. Also, da war einer bei meiner Flasche gewesen, weil so viel hatte ich am Abend vorher wirklich nicht runtergetrunken. Ich schwöre, heich und holig, hoch und heilig, da muss einer eine Flasche gewesen sein. Ne? Da habe ich zu mir gesagt, Heinrich, sowas gibt's bei dir nicht. Kattenfenn ist ein friedlicher Ort. Hier passieren keine Kapitalverbrechen. Da habe ich gedacht, du musst jetzt auf Abschreckung setzen, ne? Ich wollte ja schon bei Aktenzeichen XY anrufen, ne? Aber ich gedacht, dann kriegt deine Frau das spitz, wenn die rauskommen und drehen so einen Einspielfilm, ne? Also habe ich unseren Hofrat einberufen, ne? Habe ich sie alle zusammengetrommelt, hier die Familie, ne? Und den Knecht, die Magd und unsere Erdbeerstecher und Spargelpflücker, ne? Dann standen wir alle schön hier auf dem Hof und habe ich meine Ansprache gehalten. Ich sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familienmitgliederinnen und Familienmitglieder, ein grausames Verbrechen hat das friedliche Leben bei uns auf dem Hof erschüttert. Ich sag, ich bin um das Liebste, was ich auf diesem armseligen Planeten habe, beraubt worden. Derjenige, welcher diese nie zu verzeihende grausame Meucheltat begangen hat, möge sich sicher sein, dass ich harte Strafe walten lassen werde gegenüber denjenigen, der dieses Verbrechen auf grausamste, brutalste Weise ausgeführt hat. Ne? So, sind wir alle wieder auseinandergelaufen, ne? Meine Frau Erna kam natürlich sofort an. Was hast du dich wieder lächerlich gemacht, nicht? Richtig lächerlich hast du dich gemacht. Was haben sie dir denn weggenommen, Heinrich? Ich sag, Erna, ich sag, da kann ich momentan aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts zu sagen. Ne? Abends, ich guck wieder vorbei bei meinem kleinen Schatz da hinter den Rad von den Güllefass, ne? Donnerschlag, war dir schon wieder einer bei der Flasche gewesen. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's, Heinrich. Da habe ich gedacht, jetzt musst du Beweise sichern, nicht? Wenn dann die Kriminalpolizei kommt, nicht? Und der Verfassungsschutz und der Staatsschutz und die Spurensicherung, da musst du Beweise sichern. Nicht, dass die glauben, ich hätte mir das nur eingebildet, nicht? Da habe ich dann, das kenne ich aus dem Fernseher, wie bei CSI, habe ich dann so einen wasserfesten Stift genommen, und hab dann den Pegel von die Flasche, so hoch wie sie dann war den Tag, hab ich markiert, nicht? Damit ich dann am nächsten Tag schwarz auf Glas hatte, dass mich da jemand beraubt hatte. Nicht? Jo, am nächsten Tag, nicht? Ich wollte gerade kurz, bevor ich die Polizei anrufen wollte, nicht? War einmal kurz geguckt bei der Flasche. Donnerschlag! Sieh, da waren 3 Daumen breit rausgesoffen aus meiner Flasche. Nicht? Ich wollte schon wild werden. Ja, und dann habe ich diesen kleinen Zettel gefunden, der da an der Flasche dranhing. Stand drauf, bitte keine weiteren Markierungen mehr. Es sollte in unser beide Interesse liegen, stand da geschrieben, dass ich den schönen, teuren Schnaps nicht künstlich mit Wasser strecken muss. Ein Verbrechen, kann ich Sie sagen. So, jetzt gehen wir mal gucken, dass wir ein schönes Bettchen für dich finden. So, wie gefällt es dir denn hier hinten?
etwas dunkel, ich weiß.